Hallo YouTuber, hier eine Zusammenfassung von meiner Batterieanlage mit den 27 Kilowattstunden LiFePO 4 Akkus, die jetzt ein halbes Jahr in Betrieb sind. Die Ergebnisse der Zellen sind einfach nur super, muss ich sagen. Ich habe keine Probleme, keine Störungen sind vorhanden, habe die Batterien aber auch noch nicht geschafft leer zu bekommen. Ich habe jetzt geplant, noch meine Anlage zu erweitern. Hier kommt jetzt, wie gesagt, nochmal ein Laderegler dazu. Der ganz große, der 250/100. Also bis 250 Volt Platten kann man hier in Reihe schalten und 100 Ampere Ladeleistung. Der wird jetzt den nächsten nochmal mit angeschlossen, wenn ich Zeit dafür finde. Wie gesagt, hier sind meine Batterien. Die werden wir jetzt auch gleich abdecken. Hier oben drüber ist, wie gesagt, noch eine andere Abdeckung. Und meine Brandschutzplatten, die ich bestellt habe, sind immer noch nicht gekommen. Meine Erweiterungsbatterien, die hier dran sollen, meine 8 Stück, die 280er, sind unterwegs. Die liegen jetzt schon beim Zoll. UPS hat sie aber noch nicht übernommen. Die Paketaufkleber wurden auch schon umgeändert. Wie lange das jetzt dauert, kann ich auch noch nicht sagen. Aber ich denke mal, die sind noch alle überlastet. So, hier meine drei Laderegler, die gerade noch in Betrieb sind. Die bleiben auch. Aktuell tun wir 1000 Watt ins Netz schicken. Stromverbrauch im Haus sind wir jetzt bei knapp 670 Watt. PV-Wechselrichter machen wir jetzt gerade aktuell 800 Watt und die drei Laderegler zusammen sind wir bei 1130 Watt. Jetzt werden wir gleich mal mit dem Handy in die Laderegler reingehen. Eins verlangt nämlich gerade ein Update. Das werden wir jetzt gleich mal mit verfilmen, dass ihr mal seht, wie sowas funktioniert. So, das ist jetzt die Victron App, wo es, wie gesagt, den Messstand anzeigt, den Servo GX und meine drei Laderegler. Da gucken wir jetzt mal rein, was jetzt die Laderegler so machen. Das verlangt dann natürlich erstmal wieder einen Code. So, Laderegler Nummer 1 ist es aktuell, produziert der jetzt nicht 1000, also gut 1200 Watt. Hier unten seht ihr jetzt die aktuelle Batteriespannung von 28 Volt, das ist die Ladeschlussspannung, Batterien sind voll. Irgendeiner verlangt nämlich auch gerade ein Update. Da müssen wir mal gucken, welcher das ist. Der macht jetzt gerade aktuell 450 Watt. 77 Volt sind die Platten in Reihe geschalten. Das ist die Voltzahl von den Platten, was auf den Laderegler geht. Das sind 5 Ampere. Und Batterie ist hier unten, steht Batterie. Spannung der Batterie ist mal bei 27,9, also bei 28 Volt. Das schwankt, wie gesagt, ein bisschen hin und her. Und das sind 14 Ampere, die jetzt hier gerade reinfließen. Also die 400 Watt, die jetzt hier oben auftauchen. Externe Steuerung, weil meine Laderegler sind ja, wie gesagt, mit dem Servo GX verbunden. Und die werden darüber gesteuert. Gehen wir mal einen Verlauf. Heute hat dieser Laderegler aktuell Ertrag knapp 2 kW produziert. Am Vortag sind wir bei 5 kW, 4 kW. Und hier kann man das, wie gesagt, alles schön einsehen. Hier sind auch Tage dabei gewesen, 6 kW. Oder hier Schlechtwettertage sind wir bloß bei 1 kW. Insgesamt hat dieser Laderegler schon 437 Kilowattstunden erzeugt. Also beziehungsweise in die Batterien eingeladen. Gibt es noch sowas wie Trends? Aktuell gerade nicht verfügbar. So, gehen wir mal in den nächsten rein. Das wäre der 31er. Das wäre der.
Der macht jetzt gerade aktuell 1400 Watt. Modulspannung sind wir jetzt bei auch bei 60 Volt. Das sind 22 Ampere. Batteriespannung 28 Volt. Und das sind knapp 50 Ampere, die hier fließen. Externe Steuerung, was ich euch vorhin auch schon gesagt habe. Und der hat jetzt zum Beispiel 7 kW heute schon produziert. Am Vortag 6 kW. Dann sind wir mal bei 8 kW. 9 kW, das ist schon Wahnsinn, was die an Leistung produzieren. Der hat aktuell 540 Kilowattstunden schon erzeugt. Hier gibt es auch Tage, da sind wir schon mal bei 11 kW. 11,7. Wie gesagt, im Sommer ist es viel zu viel Leistung, die vom Dach runterkommt. Die wird gar nicht benötigt. Das geht dann halt auch in Überschuss, das wird verkauft. Gibt es genau ein bisschen Einspeisevergütung. So, wo ist jetzt der Laderegler? Der U7. Irgendeiner wollte ein Update haben. Da wir erstmal einen Pin haben. Und zwar seht ihr oben auch schon das Ausrufezeichen. Da machen wir gleich mal ein Update. Neues Update verfügbar. Aktualisieren. Das ist wie gesagt die neue Version, die es jetzt gibt. Die alte ist die 1.54 und die neue Version ist die 1.56. Die machen ab und zu mal neue Updates, irgendwelche Verbesserungen oder irgendwelche Zusatzfunktionen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Sind wir schon bei 40%. Nur, dass ihr auch mal seht, wie ein Update gemacht wird bei den Ladereglern. Sollte man ab und zu auch mal machen. Und die Updates gibt es auch für den Servo GX bzw. auch für den Quattro. Das muss man auch dann über den Rechner machen, das kann man jetzt ja nicht über die App steuern. Batterieanlage wird wie gesagt nochmal erweitert um 8 Zellen mit Balancer und sind nochmal 7 kW mehr. Da sind wir dann bei 35 Kilowattstunden und ich denke mal, das sollte dann reichen. So, weiter, ist fertig mit dem Update. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Bei den Updates, wie gesagt, das Telefon immer dabei behalten, nicht weggehen, dass das Update abbrechen tut. So, der macht jetzt aktuell 300 Watt. Modulspannung sind wir bei 46, also 50 Volt. Batterie 28 Volt. Das sind 11 Ampere. Verlauf. Hier sind wir bei 294 Kilowattstunden, was er schon erzeugt hat und hat heute schon 3 kW erzeugt. Die anderen Tage sind wir bei 4 kW, 5 Kilowattstunden. Und ja auch 6 Kilowattstunden. Also die Geräte laufen alle optimal. Trends ist gerade jetzt nicht verfügbar. Das hat man ein Diagramm. So sieht es aktuell aus. So, jetzt werden wir mal die Batterien durchmessen von der Voltzahl der einzelnen Zellen. So, jetzt sind wir beim Zellen. Die Gesamtspannung der Anlage beträgt jetzt 28 Volt. Das ist wie gesagt die Ladeschlussspannung. Und dann haben wir jetzt die einzelnen Zellpakete. Das sind immer 4 Batterien parallel verschalten. Das heißt, die 4 sind alle Minuskontakte. Die hier. Minus. Das ist die Plus.
Die geht jetzt hier wieder auf die 4 minus und dann geht es immer so weiter. So ist die Verschaltung der Anlage. So, und jetzt sind wir hier bei aktuell bei 3,496 Volt. Der nächste Block 3,493. Das nächste Paket sind wir auch bei 4,91, also fast alle gleich. Die dritte Stelle nach dem Komma verändert sich erst. So, wir können es noch sehen. Der nächste Block 3,495. 3,495. 3,496. Also die stehen sehr gut da, die Batterien, muss ich sagen. 3,49 so. Das ist wie gesagt die Einzelzellspannung der Blöcke. Und jetzt sind wir nochmal bei 3,500. Kann es sein, dass der gerade wieder Strom entnimmt? Der dritte Stelle nach dem Komma sind Unterschiede drin von 3. So, das sind jetzt 6 Platten, ungefähr 1800 Watt. Das hier hinten sind jetzt ungefähr nochmal 1500 Watt. Peak. Das sind alles getrennte Anlagen, die auf die Laderegler gehen, in Reihe- und Parallelverschaltung. So, das sind auch nochmal 4 Platten, auch für die Laderegler zuständig, auch eine komplett wieder andere Ausrichtung. Sind auch nochmal über 1000 Watt, was hier runterkommen könnte. Und das sind jetzt auch nochmal ein paar Platten in Reihe geschalten, die auch mit auf die Laderegler gehen. Relativ alte Zellen, sind auch schon ein bisschen verfärbt, bringen aber noch sehr gute Leistung. Die ist auch mal an den Laderegler angeschlossen. Dann habe ich hier nochmal 2 Platten, die auch alle beide in Reihe geschaltet sind und die dann parallel verschalten sind mit der Schwenkanlage, die hinten im Garten steht. Und dann ist hier nochmal eine Einspeiseanlage mit 1800 Watt. Das sind auch 8 Zellen in Reihe geschalten, bis irgendwas mit 400 Volt, die auf eine Einspeiseanlage gehen. Und hier nochmal 2 ganz große Platten, Glas in Glas, das heißt vorne Glas, hinten Glas, sehr schwer. Das sind 300 Watt Module. Und mit der ersten Generation, die mal mit hergestellt wurden. Relativ kleine Zellen verbaut. Aber viele halt in Parallel- und Reihenverschaltung. Die haben mindestens auch schon 15 Jahre auf dem Buckel, aber machen noch gute Leistung. Und dann, wie gesagt, die Anlage, meine Schwenkanlage zum Drehen, die auch mit auf den Laderegler drauf geht, die kann man, wie gesagt, manuell. Die wollte ich auch mal umbauen auf Automatik, bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen. Das sind die 2 Module, die habt ihr in anderen Videos auch schon gesehen gehabt. Auch 370 Watt Platten von QC. Die Platten sind wie gesagt auch in Reihe geschaltet. Und dann hat man 2 Kabel, die hier weggehen. Die gehen zu den Ladereglern. Ja, das war es eigentlich jetzt zu meiner Anlage. In meinem nächsten Video wird es darum gehen, um die Erweiterung meines Speichers von 27 Kilowattstunden auf 35, von LiFePO 4, die 280er Zellen. Aktuell haben wir 5600 Watt Überschuss, die nicht benötigt werden, weil ja der Batteriespeicher voll ist.
Mein Hausstromverbrauch ist auch nicht gerade viel. Gerne hinterlasst mir ein Abo und ein Like. Bis zum nächsten Video. Tschüss.